Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich musste mir das hier mal kurz aufschreiben, damit ich hier die ganz wichtigen Sachen nicht vergesse. Und zwar sprechen wir heute mal über ein wirklich ernstes Thema und mir steht das bis hier. Und zwar reden wir über die neuen Cheyenne-Module. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Ich hatte am 13.10. auf der Couch gesessen, habe so ein bisschen Instagram gestöbert und dann ist mir auf einmal ein Video ins Blickfeld gekommen, und zwar von Cheyenne. Cheyenne hat dort ganz stark verkündet, dass wir jetzt nagelneue Module haben, die wurden alle überarbeitet, super tolle Module und der Preis wurde reduziert. Da diese Module doch echt teuer sind, trotz Preisanpassung, wollte ich natürlich für meine Community die erstmal vortesten. Also habe ich mir welche bestellt, direkt am 13.10. Als die Module dann am 17.10. hier angekommen sind, habe ich sie ausgepackt. Ich arbeite sehr gerne mit etwas größeren Nadelmodulen, also habe ich mir die 13er Soft Edge Magnum bestellt, die 23er und eine 27er. Also einen ganzen Karton. Und das hat echt Geld gekostet. Für die drei Pakete Nadelmodule bekomme ich 5 von einem anderen Hersteller. Aber das ist egal. Qualität hat ihren Preis und ja, es steht ja auch ein Name dahinter. Also bin ich gerne bereit, die auszuprobieren. Denn die Probleme, die ich hatte, waren einfach bei den alten Nadelmodulen, dass von der ersten Nadel bis zum Rand des Tipps ist mir der Abstand einfach viel zu breit. Oftmals hast du das so, dass bei den Linern, du hast gefühlt einen Tipp für eine 9er Nadel drin, wo eine 7er Nadel drin ist. Das hat alles hin und her geflattert. Liner habe ich mir jetzt nicht bestellt. Ich habe mir nur die Magnum Nadeln bestellt. Und auch da ist es so, du hast, oftmals passt das Tipp nicht zu der Nadel. Vor rund 10 Jahren war das wirklich eine tolle Innovation und jeder hat sich drüber gefreut. Seitdem ist da aber auch nichts passiert. Zumindest nicht, dass ich das wüsste. Und da wurde es allerhöchste Eisenbahn, dass dort mal an den Modulen was gemacht wird. Egal. Die Nadelmodule kamen mir an, ich sie aufgerissen. Ich hatte mit der 13er angefangen und siehe da, es ist genau dieselbe Nadel, die wie früher. So ein dickes, fettes, klobriges Ding. Dann habe ich die 23er aufgemacht, genau dasselbe. Riesen dick. Und wenn man sich damit arrangiert hat, mit diesen Nadelmodulen, dann funktioniert das auch gut. Aber da ich Nadelmodule bevorzuge, die einen sehr dünnen Steg haben, weil ich dann ganz genau weiß, wie weit muss ich ranfüllen an irgendeine Linie oder wie weit kann ich ranschattieren an einer Linie. Wenn ich da aber noch einen Steg zwischen habe von 2,5 mm, dann ist mir das einfach zu viel. Wenn man das gewohnt ist, ist das ja gar kein Problem. Aber mich stört das halt. Und das ist aber auch nur ein persönliches Empfinden. Aber ich weiß, dass ich damit auch nicht alleine stehe. Also habe ich gedacht, Mensch, die neuen Nadelmodule, da sind sie auf dieses Problem eingegangen und haben das abgeändert. Ja, nun hatte ich aber die 13er und die 23er schon offen und da waren die alten drin. Also habe ich dann noch die 27er aufgemacht und siehe da, dort waren die neuen drin. Der erste Eindruck, wirklich, wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben einen dünnen Steg. Wir schauen uns die nachher gleich nochmal im Detail an. Und dann zeige ich euch auch den Vergleich von alt zu neu. Allerdings hat mir das nicht gefallen. Wenn jemand bei mir im Shop etwas bestellt und ich schicke ihm das Falsche, dann schreibe ich, dann versuche ich dieses Problem zu klären und zwar so schnell es geht. Allerdings war das hier was ganz anderes. Also habe ich am 17.10. direkt den Support angeschrieben und habe zu denen gesagt, hey, ihr habt mir irgendwie die falschen Nadeln geschickt. Ich hatte die und die bestellt. Ich wollte die neueren haben. Daraufhin habe ich auch relativ fix eine Antwort bekommen, dass sie meine Bestellnummer haben wollten. Mein Fehler hätte ich auch gleich mitschicken können. Aber dann war erstmal Ruhe. Kurze Zeit danach habe ich dann bei Instagram habe ich Cheyenne angeschrieben und da wir öfter mal Schriftverkehr hatten, ist meine Nachricht auch nicht im Spam-Ordner gelandet und sie wurde gesehen. Ich habe dort den Cheyenne-Mitarbeiter, ich will jetzt keine Namen nennen, habe ich mein Problem geschrieben, dass ich die falschen Nadeln bekommen habe. Ich habe ja aufgrund des Videos mir die neuen bestellt und bekommen habe ich aber die alten, also die falschen. Und als Antwort habe ich das hier bekommen. Naja, falsch haben wir ja sicherlich nicht geschickt, aber es kann natürlich hier und da mal vorkommen, dass auch ein alter Bestand geschickt wird. Wir können ja vorproduzierte Sachen ja nicht einfach vernichten oder nicht mehr verkaufen.
Das hängt halt von der Charge ab, welche gesendet wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das unter aller Kanone. Ich bestelle mir doch keine Cheyenne-Module, weil ich die so feier, weil ich die so toll finde. Nein, im Gegenteil, ich nutze jedes andere Modul lieber als wie diese Module. Vor 10 Jahren, gerne, kein Problem, habe ich sie auch genutzt. Bis ich dann nachher die T-Tech-Module genutzt habe, die, obwohl die kein Membran hatten, nur ein Gummi, selbst die waren aus Kanada, wurden die geschickt und inklusive Versand waren sie immer noch um Längen günstiger und gleich gut, wenn nicht sogar einen Ticken besser. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Module einfach mal kurz im Detail an. Ja, also wir haben jetzt hier eine 23er und hier haben wir die 27er, die neue. Man kann ja schon so erkennen, selbst die 27er, die ist jetzt dünner als die 23er. Das ist ja schon echt krass. Und was ich halt meine, ist genau dieser Steg hier. Die Nadel kommt raus und der Weg von der ersten Nadel bis zum Steg, das ist das, was mich stört. Das ist hier jetzt viel besser. Ja? Und anscheinend bin ich ja auch nicht der Einzige, dem das stört, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht geändert. Und auch die Nadel wackelt dort drin hin und her. Hier diese ist wirklich jetzt eine sehr gute und tolle Nadel. Und ich habe damit auch schon gearbeitet, das gefällt mir super gut. Was mich hier natürlich stört, ist, sie haben es wieder nicht geschafft, eine Nummer raufzustanzen. Das hätte man wenigstens hier auf der Rückseite machen können, weil ich gehe mal einfach davon aus, dass alles das gleich geblieben ist und nur die Spitze wurde hier oben geändert. Hier bei Cheyenne kann man ja die Spitze abnehmen und dass das geändert wurde und mehr wurde da nicht geändert. Und hier hätte man doch super schön noch eine Nummer raufstanzen können, damit man weiß, was für ein Nadelmodul hat man da eigentlich. Alles in allem finde ich diese Nadelmodule wirklich gut und wenn die richtigen gekommen wären, wäre auch alles super gewesen. Aber nach dem Theater, was Cheyenne dort jetzt gemacht hat, ist das auch das, ich wollte gerade sagen, das letzte Modul, was ich mir gekauft habe. Aber nein, ich werde das immer weiter testen. Ich werde mir alles von Cheyenne holen und Videos drüber machen. Wir sehen uns oben wieder. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob das nur bei mir gemacht wird. Ob das mit Absicht gemacht wird. Ich kann das nicht verstehen. Das war bei den Pflegeprodukten genau dasselbe. Ich habe die Pflegeprodukte bekommen und als Antwort habe ich bekommen, wenn dir die Pflegeprodukte nicht gefallen, dann mach doch kein Video darüber. Oder da wurde mir gesagt, dass das Miracle-Öl, ich hatte gefragt, ist da auch ein Finish bei, damit ich ein Pflaster kleben kann. Da wurde mir empfohlen, ich solle das Miracle-Öl nehmen, weil man das als Tattoo-Finish sehen kann. Und Öl und Pflaster, ja, also man muss kein Professor sein, um da das Problem zu erkennen, oder? Und langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass sich die Leute dort überhaupt nicht mit ihren eigenen Produkten auskennen. Und ich kann doch auch nicht sagen, Modul ist Modul. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Und es gibt doch auch Gründe, warum sich Leute eine 17er Magnum kaufen oder eine 23er Magnum kaufen. Dafür gibt es Gründe. Dann kann ich nicht irgendwie sagen, ach, na, ist doch völlig egal, weil Modul ist doch Modul. Wir sind die coolsten, alles ist cool hier. Dann kannst du auch die alten Module nehmen. Und das Schlimme ist ja, ich habe seitdem keine Antwort mehr bekommen. Ich habe dann am 19. habe ich nochmal geschrieben, ja, hallo, wie ist denn das jetzt so mit meinem... Ja, es wurde an den internen Bereich weitergegeben. An den internen Bereich, da frage ich mich, hallo, was denn los? Da muss man doch nichts an den internen Bereich weitergeben oder sehe ich das nur falsch? Ich habe dann auch geschrieben, dass, wofür den internen Bereich? Ich habe bei euch eine Bestellung gemacht. Ich habe Nadelmodule bekommen und habe einfach die falschen bekommen. Und das Krasse ist ja, wenn ich auf der Internetseite schaue, dort sehe ich an den Bildern schon die neuen Nadelmodule. Also möchte ich die doch haben. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Und ich hoffe, ihr schreibt unter den Kommentaren wirklich so, wie ihr das denkt. Und für Cheyenne bin ich natürlich ein total kleines Licht. Und ach, wer bin ich denn? Ja, ist doch sowieso... Ja, aber vielleicht lesen Sie ja doch die Kommentare. Immerhin sind wir schon eine relativ große Community. Aber ich werde auf jeden Fall, werde ich nochmal den Support anschreiben. Ich werde das Spiel bis zu Ende spielen, weil ich gerne wissen möchte, was mit den Nadelmodulen ist, die angekündigt wurden, dass es neue sind, dass sie jetzt feiner und besser sind. Und da werde ich euch auf den Laufenden halten. Ich hoffe,
ich konnte den einen, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir einfach warten. Wenn wir diese Nadelmodule haben wollen, müssen wir vielleicht einfach warten und irgendwann später bestellen, in der Hoffnung, wir bekommen dann die neuen, weil die alten liegen ja noch schließlich auf Lager. Und so oder so ist es doch egal, ist doch eh alles dasselbe, oder? Muss ja. Mich würde wirklich interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ein bisschen Glück lässt sich Cheyenne drauf herab, meine Nachrichten oder die Kommentare ein bisschen zu lesen. Und vielleicht überdenken sie mal das eine oder andere. Und nun verabschiede ich mich hier von diesem Sondervideo und sage wie immer, macht's gut und bleibt gesund.